Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade noch in Taipei, haben uns hier gerade ins Café gesetzt und genießen unseren Kaffee gerade noch, weil wir fahren gleich um 15 Uhr, glaube ich, knapp nach Hualien weiter mit dem Zug und genießen gerade noch einen Kaffee. Haben uns gerade noch eine weitere Festplatte, was wir die ganze Zeit unbedingt mal machen wollten, hier geholt, weil die hier gute 30 Euro billiger waren. Genau, und gleich geht's mit dem Zug nach Hualien und wir genießen gerade noch unseren Kaffee. Haben uns hier allerlei Sachen zum Frühstück geholt. Rosinenbäckchen und irgendwelche Schokobons im Kaffee und noch Bananen. Im geliebten 7-Eleven. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade mit dem Roller jetzt nach der Stärkung im 7-Eleven, also nach dem Frühstück, sind wir hier zur Taroko-Schlucht gefahren und sind jetzt hier im Visitor Center. Genau. Und wir haben uns so grob 2 bzw. 3 kleinere Wanderungen rausgesucht, die wir heute machen wollen. So, die Fahrt war sehr frisch, also ja, es war sehr kalt. Ja, ist richtig kalt. Aber sieht schon ganz cool aus. Ich bin mal gespannt. Gucken wir jetzt erstmal im Visitor Center, dass wir uns so eine Map raussuchen. Genau, eine Karte. Und vielleicht fahren wir am Ende dann mit dem Roller einfach nur noch praktisch in die Schlucht, soweit es geht, rein. Aber nur so zum Verständnis, die Taroko-Schlucht ist praktisch so das Highlight von Taiwan, wenn man es so auf die Natur bezieht. Genau. Also wir sind sehr gespannt. Ach so, und Grüße gehen raus an unseren Neffen Noah. Wir beginnen das Video schon wieder mit Frühstück. So, das Moped ist geparkt und wir machen jetzt den Shakadang Trail. Der geht da hinten los. Da. Genau. Wir nehmen schon mit. Ich glaube, ohne dass hier schon wieder losgegangen ist, sieht man, dass das heute wieder richtig geil wird. Da geht der Track lang. Und mitten da hinten rein in die Berge. Sieht hier schon richtig cool aus. Also wir haben die ersten, ich glaube 500 Meter oder sowas gemacht in den Weg hier rein und sind jetzt schon begeistert. Es ist mega schön, richtig in der Natur und man geht hier einfach am Fels praktisch lang. Es ist richtig, richtig schön. Über uns Fels, unter uns Fels und rechts von uns Fels und links die Schlucht. Schon beeindruckend und ein bisschen scary, dass über uns praktisch einfach ein Berg ist. Ah, diese Aussicht, also das ist Wahnsinn. Wer hätte das von Taiwan gedacht? Uns war das auf jeden Fall nicht so bewusst. Ersten kleinen Part von dem Trail hier geschafft, irgendwie nur die 1,5 Kilometer. Wir wissen nicht so genau, auf der einen Prospekt steht 4 bis 6 Stunden, auf dem anderen nur 1 bis 2 Stunden. Ja, also vorne an dem Schild stand, dass er nur 1,5 Kilometer geht und man 1,5 Stunden hin und zurück braucht. Das hätten wir jetzt schon die 1,5 Kilometer geschafft. Auf dem Prospekt steht, dass er 4,1 Kilometer geht. Und genau. Wir gehen jetzt hier einfach erstmal weiter. Wir gehen erstmal ein Stück nochmal weiter und gucken dann mal.
vorne ist der Damm. Und es geht aber irgendwie noch weiter. Vielleicht drehen wir gleich um, weil das eh nur ein One-Way-Weg ist. Und wir noch ein paar andere machen wollen. Ein bisschen was sehen wollen. Sind dann gerade erstmal am Anfang. Und uns noch nicht komplett auspowern wollen, ne, Mimi? Also die Natur hier ist wirklich, Taroko-Schlucht ist wirklich wunderschön. Also man rennt hier einfach diesen Fluss entlang in der Natur. Es ist echt umwerfend. Gehen immer noch den Chakadang Trail. Sind jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Kilometer 3,5 oder ungefähr oder irgendwie, ja, so ungefähr angekommen. Aber wir haben gerade schon gehört, es kommt jetzt nicht mehr irgendwas groß Specialiges. Und ich glaube, wir drehen jetzt gleich nochmal um. Jetzt hier am nächsten Trail angekommen, am Swallow Grotto Trail, und es sieht so krass aus. Da ist einfach eine richtig krasse Hängebrücke, hier unten auch noch mal, und ja, wir gehen jetzt mal. Gehen jetzt hier. Alle, hier wird empfohlen, einen Helm zu tragen. Wir haben natürlich verpasst, uns vorne einen Helm auszuleihen. Also eigentlich safety first. Es sieht mega krass hier aus, einfach diese Riesenschlucht. Hier geht es richtig weit runter. Wir kommen gerade aber noch der Touri-Gruppe hier. Wir sind so froh, dass wir das mit einem eigenen Roller gemacht haben. Wir versuchen nämlich, der Gruppe da hinten zu entkommen, da wir eh wieder zurück müssen zum Roller. Also sind jetzt schon richtig froh, dass wir das mit dem eigenen Roller gemacht haben, weil hier fährt ein Bus zwar lang, aber der hält immer nur an den einzelnen Trails. Und irgendwie kommt er auch relativ nur einmal die Stunde oder irgendwie so. Und wir hatten keinen Bock gehabt, da mit den ganzen Touristen rumzurennen. Deshalb rennen wir gerade vor praktisch und gehen dann eh langsam zurück zum Roller. Aber es sieht einfach nur mega krass aus. Also wir sind jetzt fast am Ende vom Swallow Grotto Trail angekommen. Die Natur ist wunderschön, also es ist echt atemberaubend. Mir ist es leider hier ein bisschen zu voll, also zu viele Gruppen, Touristengruppen. Deshalb kann ich es nicht so ganz genießen, aber die Natur ist atemberaubend. Ja, also das mit diesen ganzen Touribussen hier nervt ein bisschen, aber okay, es ist halt an der großen Straße entlang, aber es ist echt sehr ätzend.
und alle sehr rücksichtslos irgendwie. Das ist ein bisschen schade. Also, wirklich richtig schöne Natur, ja, richtig beeindruckend hier. Ich finde auch das Ingenieurtechnische mit den ganzen Tunneln und Brücken hier richtig cool. Also richtig, richtig schön. Sehr sehenswert. Sehr sehenswert, aber wir sind echt happy, dass wir das mit dem eigenen Roller machen, weil also mit 50 Mann hier aussteigen und hier durch, also das ist schon... Man muss dazu sagen, dieser Trail hier, der geht ja an der Straße lang, genau. Was den wahrscheinlich auch sehr einfach macht, weshalb hier so viele Leute sind. Genau. Den wir jetzt davor gemacht haben, da habt ihr ja gesehen, da waren wir ja teilweise fast alleine. Deshalb ist das wahrscheinlich gerade so ein kleines Down. Aber richtig, richtig schön, also richtig cool. Ja. So, wir hatten gerade die Diskussion, ob wir nicht immer so negativ sein sollen oder nicht. Und ich finde, das ist ein ganz normales Feedback. Natürlich sieht das hier mega geil aus und ich genieße das auch. Aber ich kann sagen, dass ich im Vergleich zum ersten das jetzt hier nicht so schön finde, dass hier so viele Leute sind und dass es an der Hauptstraße ist. Ja, und Statement. Dieter guckt einfach nur in die Kamera. Statement. Man kann hier unten richtig krass erkennen, wo das Wasser einfach den Stein so richtig bearbeitet hat und wo das lang geflossen ist. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, also hier genau in dieser Steilwand lang zu gehen. Ist schon richtig cool. Kann mich nur wiederholen. Wir haben ja gerade noch an so einem Aussichtspunkt gehalten, an so einem Pavillon, und guck mal, was wir hier entdeckt haben. Eine richtig krasse Hängebrücke. Und ich habe ja bekanntlich Höhenangst und ich glaube, die ist ziemlich hoch und sieht ziemlich nicht ohne aus. Okay, das ist nicht ohne. Holy shit. Okay. Alter. So, wir sind jetzt angekommen. Hallo. An den Feng Shui Cliffs. Genau. Genau. Geht es jetzt hier so einen Weg runter? Gehen wir jetzt noch hin. Mir ist arschkalt. Ja, also es ist sehr wirklich kalt. Wirklich kalt, gerade auf dem Roller. Ja. Deshalb wird sich gerade nochmal gestärkt. Genau. Dann gucken wir, dass wir noch schöne Aufnahmen kriegen. Genau. Und dann geht's zurück erstmal heiß duschen. Zurück heiß duschen und essen. Genau. Also, heute der Tag war schon mal richtig cool, Taroko-Schlucht, und es sieht einfach richtig cool hier aus, irgendwie am Meer auch, weil es so irgendwie
hatte ich so nicht so ein richtiges Bild. Es ist letztendlich halt ein Meer wie jedes andere, aber es ist so cool, irgendwie in Taiwan am Meer zu stehen, an der Ostküste. Wir sind zwar schon richtig durchgefroren, aber es sieht richtig schön aus und ist total blau. Richtig schön. Also die Natur hier ist wirklich richtig schön. Gerade die Drohne nochmal steigen lassen und jetzt geht's zurück. Es ist nämlich richtig kalt, wir haben richtig Hunger und wir müssen gleich den Roller abgeben. Und morgen bleiben wir noch einen Tag hier und entspannen ein bisschen, vielleicht mal an den Strand, wollten uns eigentlich ein Fahrrad leihen. Genau. Und genau.